So, ich stelle aber auf jeden Fall fest, dass es jetzt ziemlich viele Lorenwege gibt. Was ich sogar ziemlich cool finde. Ach du Heiliger. Ist das... Die Unibau-Zentrale? Ich glaube actually schon. Tatsächlich würde ich aber erst einmal nochmal in den Untergrund gehen. Oder zumindest will ich schauen, was es hier gibt. Kann man da rein? Wobei, vielleicht komme ich da gar nicht rein. Schauen wir doch mal. Ich kann hier auf jeden Fall so eine Art Jeep bauen, was ganz cool ist. So. Die Richtung ist natürlich entscheidend. Und zwar die hier. Perfekt. Das sieht absolut falsch aus. Absolut schief. Komm, 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 komm. Ach, komm schon. Ja. Ja. Perfekt. Na dann. Fahren wir die mal um. Okay, wir sind so langsam. Wir werden hier niemanden umfahren, oder? Oh, wobei, wir können ja noch den Turbo-Modus aktivieren. Komm, fahr. Fahr, 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 fahr. Spring sie hoch. Was? Fahr doch weiter. Du sollst die Dinge deaktivieren. Oh mein Gott, der Schaden. Okay, der Schaden war nicht nett. Das war ekliger Schaden, ich bin ehrlich. Oh mein Gott, wie halte ich mich jetzt am besten gegen? Das hier. Wir müssen das Feenwasser trinken. Und jetzt hier so ein Feuerangriff. Bringt uns das was? Ich hoffe mal. Okay, das war knapp. Das war so knapp, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Okay. Der Silberne darf uns nicht besiegen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nein! Nein, 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 nein. Das war's mit meiner Fee. Ah. Ich habe so spät realisiert, dass er wieder seinen komischen Angriff da gemacht hat. Ach, komm schon. Ja, was nehme ich denn jetzt hier? Kälteschutz brauche ich eigentlich nicht. Mann, ich habe halt nur Blödsinn hier. Okay, dann machen wir das hier. Komm schon. Muss irgendwie deine Rüstung zerstören. Oh, das ging schnell. So, jetzt wirkst du doch gar nicht mehr so stark, was? Na komm. Oh, oh, meine Waffen gehen alle kaputt. Das ist nicht gut. Habe ich hier noch irgendwo eine Waffe? Actually, hier, nehmt das. So. Und du nimm einmal das hier. Yes, 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 yes. Komm, bitte stirb. Mann, die halten echt was aus. Oh, voll daneben. Oh, jetzt brenn, Freundchen. Brenn! Oh, Röstglutling. Der ist wahrscheinlich versehentlich entstanden. Oh mein Gott. Diese Frame Drops. Oh, oh. Oh, oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hier, Soldaten-Zweihänder. Da kann ich doch jetzt hier so ein Bombenfass rantun. Hier, weißt du was? Nimm das! Jit! Okay. Also, der Schaden könnte besser sein, bin ich ehrlich. Okay. Aua, aua. Okay, nicht sterben jetzt. Bitte nicht sterben. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Fee habe. Wahrscheinlich eher nicht. Komm schon. Und du da hinten. Hältst du bitte die Klappe? Oh, oh. Na komm, dann brenn halt. So. Weg mit dir. So, der ist jetzt auch endlich weg. Meine Güte, ist der nervig. Ja, gut gedodged. Jetzt müsste ich gut Schaden machen. Yes! Alter, war das ein schwieriges Lager. Das war echt nicht ohne. Zu blöd, dass ich auch kaum noch Feen habe. Dornknochenlanze. Aha, interessante Waffe. Mal sehen, was haben wir hier? Eine Röstkrabbe? Okay.
Den Spaß können wir hier auch einmal aufkloppen. Okay, hat sich nicht unbedingt gelohnt. Ich meine, da waren jetzt nur ein paar Pfeile drin. Die Frage ist aber natürlich, was befindet sich hier oben in der Truhe? Ein Ritterschild. Oh. Ja, komm, tauschen wir die einfach mal aus. Und schauen wir mal, ob wir da in den Untergrund können. Es sieht nämlich bisher nicht danach aus. Wenn ihr mich fragt, was steht da dran? Hinweise für hylianische Arbeiter. Der Kontakt mit Miasma, der roten Substanz, die aus Rissen im Boden austritt, ist unbedingt zu vermeiden. Wer Miasma berührt, erleidet Schaden und sollte sich sofort von der Substanz entfernen, um sich zu erholen. Es wird empfohlen, sich an der Oberfläche auszuruhen. Interessant. Die Frage ist, gibt es einen Weg nach unten? Die tritt einfach nur Miasma aus. Okay, das ist kein Weg in den Untergrund. Gut zu wissen. Okay, dann gehen wir mal zu Yunobo, dem Leiter des Yunobaus. Oder Yunobaus? Yunobaus. Ich bin ja sehr gespannt, was hier passieren wird. Also meine Vermutung ist, dass wir in den Todesberg müssen. So wie auch schon in BOTW. Immerhin kommt da extrem viel Miasma aus diesem Vulkan. Und hier sind ganz viele Mitarbeiter. Was machen die hier? Was gibt's? Bist du auch hier, um bei der Yunobau Arbeit zu finden? Tja, in dem Fall... Geh einfach zur Yunobau-Zentrale dort drüben. Da kannst du dich bewerben. Aber ganz im Vertrauen gesagt, lass es lieber sein. Bis zu diesem Kataklysmus lief alles prima. Aber jetzt stimmt was nicht mit der Yunobau. Naja, mehr mit Yunoboss. Warum hat er bloß diese ganze Sache mit den Schlemmsteinen angefangen? Tja, das ist die Frage, ne? Sie bewegt sich kein Stück. Ich habe gehört, dass man in dieser Lore bis ans Ende der Schienen fahren kann. Aber wie setzt man sie in Bewegung? Vielleicht fährt sie ja nach Goropolis, der Stadt der Legenden. Goropolis? Huch, wer bist du denn? Nein, ich führe nichts im Schilde. Naja, eigentlich, kennst du Goropolis, die legendäre Stadt, in der bereits vor Urzeiten Goron gelebt haben? Ich habe gehört, dass es da unglaubliche Schätze geben soll. Ihre Technik war viel besser als das, was wir heute haben. Es gibt sogar Gerüchte, dass sie sich in seltsamen Fahrzeugen fortbewegt haben. Ich wollte mich mit dieser Lore auf die Suche machen, aber sie bewegt sich nicht. Zu dumm. Das alles darfst du aber niemandem verraten. Goropolis, Stadt der Legenden. Befindet sich Goropolis dort im Todesberg? Ich meine, wir könnten jetzt eigentlich losdüsen. Oh. Vorausgesetzt, wir haben hier irgendwo... Ah, einen Ventilator. Da haben wir ihn doch. Komme ich damit jetzt zum Yunobau? Sollte, glaube ich, funktionieren. Na dann. Okay, doch, das war der richtige Weg. Hey, das ist meine Lore. Oh. Lass sie bitte hier. Oh, okay, dann tut mir leid, ich wollte nicht deine nehmen. Darf ich die hier nehmen? Ist das okay? Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Oder sind das alles seine Loren? Ich denke, so viele Loren kann er nicht für sich selbst beanspruchen, oder? Okay, dann never mind. Wie cool das hier einfach mit den ganzen Loren ist. Und es gibt hier einfach gar keine Lava mehr gefühlt. Finde ich tatsächlich ganz angenehm. Die hat eh immer nur gestört. Yunobau-Zentrale. Oh Gott. Ich überlege gerade, sollte ich hier was kochen? Ich meine, was könnte ich mir denn überhaupt zubereiten? Maxi-Trüffel könnte ich theoretisch mal hier reinwerfen. Und ich habe noch 3 Feen, was ganz gut ist. Ich hätte gedacht, dass ich gar keine mehr habe. Denn in letzter Zeit habe ich sehr, sehr viele verloren.
Muss aber auch dazu sagen, ich habe mich ja auch einigen sehr, sehr starken Gegnern gestellt. Wo ist denn jetzt hier mein Steinsalz? Da haben wir es. Was? Das hat nur 3 Herzen gegeben? Wow. Also 3 gelbe Herzen. Das ist ziemlich wack. Das ist ziemlich schwach, wenn ihr mich fragt. Na gut, dann braten wir noch ein bisschen weiter. So, damit haben wir erstmal genug gekocht. So, und die Frage ist, wo befindet sich Yunobo? Wahrscheinlich hier drin. Ah ja. Ah, der Hylianer von eben. Der kennt Yunobos. Yunobos verhandelt jetzt gerade mit der blonden Hylianerin über Schlemmsteine. Und niemand darf rein. Aber ich mag diese Hylianerin gar nicht. Ganz sicher sind die Schlemmsteine daran schuld, dass alle in der Stadt sich so komisch benehmen. Ganz genau. Und die komische Maske, die Yunobos jetzt trägt, hat er auch von der Hylianerin. Yunobos war immer richtig nett, aber seit er die komische Maske trägt, hat sich auch das geändert. Du, sag mal, du bist doch ein Freund von Yunobos, oder? Die Yunobau wurde gegründet, um das Leben in Goronia zu verbessern, aber jetzt geht es allen nur schlechter. Ich will das nicht. Wenn wir dich vorbeilassen, überzeugst du dann Yunobos, keine Schlemmsteine mehr abzubauen? Ich werde es versuchen. Tokachin, hast du das gehört? Ja, dann wird Yunobos wieder nett, so wie vorher. Moment, da drin ist's richtig heiß. So wie du jetzt gekleidet bist, ist das viel zu gefährlich für dich. Wenn du noch keine feuerfeste Ausrüstung hast, solltest du dir in der Zentrale welche holen. Ach, keine Sorge, ich bin gewappnet. Schauen wir mal. Okay, hier ist es tatsächlich schon zu heiß. Gut, dass ich hier meine Anti-Feuerrüstung gekauft habe. Oh, aber mein Schild wird das wahrscheinlich nicht aushalten. So, besser. Hm? Da ist einfach wieder Zelda. Hör endlich auf, Yunobos! Zieh die doofe Maske aus! Wir wollen, dass du wieder unser lieber Yunobos wirst! Ihr meint, ich? Oh oh. Prinzessin Zelda hat recht! Schlemmsteine! Machen alle Goron glücklich. Was? Jetzt muss ich gegen Yunobo kämpfen? Nicht bei Sinnen. Ja, scheint so. Oh nein, was wird das jetzt? Also mit einem Bossfight habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, der hält ja gar nichts aus. Oh. Die Maske geht kaputt. Oh, so kann ich ihm keinen Schaden machen. Na komm. Komm doch. Woo! Bam. Das war's mit deiner Maske. Ah, jetzt verstehe ich also, wie er kontrolliert wurde. Oh mein Gott, das war aber knapp. Oh oh. Komm doch. Woo! Das war knapp. Okay, ich habe nicht sehr viel Zeit, glaube ich. Oder muss er irgendwo Bestimmtes gegenkommen? Wahrscheinlich hier gegen. Ja, gedodged. Komm, komm, komm. Warum klappt das nicht? Wow, wow, wow. Was muss ich tun? Hey, gerade hat es doch noch geklappt. Oh mein Gott. Vielleicht muss ich dodgen, aber das habe ich ja gerade schon geschafft. So, jetzt aber. Yes! Was war denn mit mir los? Tokachin, Ofrak, was ist passiert? Ich habe die Maske von Prinzessin Zelda aufgesetzt und dann... Mann, ich erinnere mich an gar nichts mehr.
Ich muss unbedingt Prinzessin Zelda fragen, was es damit auf sich hat. Ach ja, wo ist Prinzessin Zelda? Da, Prinzessin Zelda! Das kann niemals die echte Prinzessin sein. Da erlaubt sich jemand einen sehr, sehr üblen Streich. Alles in Ordnung? Niemand verletzt? Moment, was ist das denn? Ich hab da doch was gehört, oder nicht? Egal, Prinzessin Zelda ist vor der Höhle, ihr Kiesel. Die Hylianerin mit dem blonden Haaren war Prinzessin Zelda? Ich muss sie unbedingt fragen, was es mit der komischen Maske auf sich hat. Und wegen den Schlemmsteinen vielleicht auch. Jedenfalls los, nicht sie raus hier und ihr nach! Diese roten Felsen kriegt man nur mit einem Rollangriff kaputt. Aber wenn ich mich selbst so durch die Gegend katapultiere, sehe ich doch gar nicht genau, wo ich hinrase. Link, hilf mir und zeig du mir, wo genau ich hinkugeln soll. Du zielst, ich donnere los. Oh, jetzt haben wir Yunobos Macht. Sobald Yunobo seine Aura entfaltet, kannst du ihn als rollenden Flammenball in eine beliebige Richtung losstürmen lassen. Okay. Wow. Das ist ja mal cool. Also die Fähigkeit wirkt ziemlich nützlich. Jetzt kommen wir wieder raus. Schnell, wir müssen Prinzessin Zelda folgen. Das würde ich lieber nicht tun. Prinzessin Zelda! Huch, ich kann sie nicht sehen! Hä? Was kommt da für ein roter Nebel aus dem Todesberg? Oh je. Hast du es vergessen, Yunoboss? Du hast uns doch gesagt, dass der rote Nebel gefährlich ist und wir wegbleiben sollen. Das war, als Schloss Hyrule plötzlich abgehoben hat und das mit dem Kataklysmus passiert ist. Hier hat die Erde auch mächtig gebebt. Du hast gedacht, dass der Todesberg wieder ausbricht und wolltest nachsehen. Genau. Und als du vom Todesberg zurückgekommen bist, hast du diese Maske aufgehabt. Ah, ich erinnere mich. Ja, ich habe Prinzessin Zelda am Krater des Todesbergs gesehen. Sie hat mit mir geredet und mir diese Maske gegeben. Wohnt Prinzessin Zelda etwa im Todesberg? Na, hier ist sie jedenfalls nicht. Vielleicht sollten wir zum Todesberg gehen. Tokatschin, Ofrak, ich werde Prinzessin Zelda suchen gehen. Ihr könnt nicht mitkommen, aber ich werde sie fragen, wie alle so wie früher werden können. Bitte, vertrau mir und wartet in Goronia auf uns. Link, komm bitte mit zum Todesberg, um Prinzessin Zelda zu suchen. Das mache ich doch gerne. Also müssen wir jetzt in Richtung Todesberg gehen. Wie auch immer wir das jetzt anstellen. Hier fährt doch bestimmt irgendwo eine Lore los. Zumindest hoffe ich das. Was ist jetzt der beste Weg zum Todesberg? Darauf, glaube ich. Und wie es aussieht, muss ich einmal zurück. Okay. Gut, dann machen wir das mal so. Wir bauen uns hier wieder unsere Lore zusammen. Ich denke, Yunoboss wird schon irgendwie alleine einen Weg dorthin finden. Na hoppala. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt hier aufsteigt. Vielleicht steigt er doch auf. What? Ich kann jetzt, während ich hier mit dieser Lore fahre, schon zielen. Wie cool ist das denn? So, jetzt müssen wir einmal hier runter. Gibt es hier ebenfalls einen Ventilator? Ansonsten habe ich ziemlich Pech. Ah, na toll. Und jetzt bin ich schon abgesprungen. Alles klar, dann nehmen wir den Ventilator von hier. So. Wir müssen jetzt nämlich einmal mit dieser Lore fahren. Da unten befindet sich auf jeden Fall
eine Ansammlung von Gegnern, aber ich glaube, mit denen muss ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Wobei die Items natürlich gar nicht so schlecht wären, aber es sind halt nur blaue Gegner. Ich glaube, die sind nicht so gut. Außer vom Bossblin. Die könnten worth it sein, aber egal. Muss jetzt nicht sein. Ich bin voll überrascht, dass es hier jetzt kaum noch Lava gibt. Beziehungsweise, um ganz ehrlich zu sein, habe ich noch gar keine Lava gesehen. Oh mein Gott, komme ich jetzt hier überhaupt rauf? Doch, das sollte funktionieren. Aber die Lore hat ganz schön zu kämpfen gerade. Wie cool einfach, dass man jetzt zum Todesberg muss. Also ich meine, musste man in BioTW auch, aber da konnte man ihn noch nicht betreten. So ist es natürlich nochmal cooler. Brauche ich jetzt nochmal diesen Ventilator oder nicht? Ich meine, ich könnte mir daraus auf jeden Fall hier was zusammenbauen. Die Frage ist, wo muss ich hin? Westbaustelle am Todesberg. Oh, Moment mal. Entweder kann ich mir einen Gleiter machen. Oder aber einfach nur dieses Teil benutzen. Die Frage ist, wo will ich hin? Will ich in den Todesberg rein? Eigentlich ja nicht. Okay, ich brauche noch einen Antrieb. Dafür nehme ich jetzt einfach mal zwei Ventilatoren. Als Motor. Und eine Rakete, weil warum nicht? Turboantrieb. Hat noch nie geschadet. Wobei, ich habe, glaube ich, eine bessere Idee. Denn die Rakete könnte ziemlich nützlich sein, wenn ich sie an mein Schild tue. Und zwar genau so. Okay. Na dann, fahren wir mal los. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich schätze einfach mal hier rein. Es gibt halt so viele Wege und ich habe keine Ahnung, was nun der richtige Weg ist. Todesberg Weststollen. Okay, ist das jetzt eine Höhle? Ach, das ist nur eine Höhle. Oh, hier komme ich gar nicht rüber. Nein, mein Schild ist zerbrutzelt. Na klar. Das habe ich mir irgendwie schon fast gedacht. Bin ich da rüber? Ich meine, ich kann einfach rüberfliegen. Ist denn da niemand? Wer soll denn hier sein, wenn ich fragen darf? Ach, und ich dachte schon, das Hilfe naht. Und dann ist es nur ein Hylianer. Tja, die Schienen sind zerbrochen und ich sitze hier fest. Aber den anderen Arbeitern fällt das nicht mal auf. Auf niemanden kann man sich verlassen. Wenn das so weitergeht, dann kann ich gar keine Schlemmsteine kaufen gehen. Und das hier ist der letzte. Hör mal, kannst du mir nicht helfen? Lass mich auf der Lore da nach draußen fahren. Das ist auch ganz einfach. Ich setze mich in die Lore und du schickst sie mit viel Schwung los. Und schon bin ich draußen. Oh, aber einem Hylianer fehlt dafür wohl die Kraft. Allerdings kann ich auch schlecht Junoboss direkt darum bitten. Was soll ich nur machen? Zurückgelassen. Ach, ich würde sagen, das ist ein Du-Problem. Also, wenn er so unfreundlich ist, dann helfe ich dem aber nicht. Ich mache mich lieber auf die Suche nach dem Majoi, falls es hier einen gibt. Hier müsste es eigentlich einen geben. Ich meine, das ist eine Höhle. Ah, da hinten ist er auch schon. So, wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Raketen in der Erde. Komm raus damit. Und eine Truhe befindet sich hier ebenfalls. Sehr nice. Mal sehen, was haben wir denn hier drin? Ein Steinspalter. Oh. Diese Waffe brachte einst durch ihre schiere Wuchtigkeit Gegner ins Wanken. Selbst in zerfressenem Zustand kann sie noch Felsen zerschmettern. Geeignet für Ausgrabungen. Okay. Dann nehme ich die mal mit. Was auch immer jetzt mit Ausgrabungen gemeint ist. Wahrscheinlich einfach nur, um Erz abzubauen. Nehme ich jetzt einfach mal an. So. Die Raketen kommen hier schön an meine Schilde dran. So. Perfekt. Und an eine Waffe macht sich das nicht ganz so nützlich. Deswegen lassen wir das mal.
Gut. Weiter geht's. Mayuri, du musst jetzt einmal dran glauben. Tut mir leid. So, das war's mit ihm. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Erz. Dafür kann ich ja jetzt auf jeden Fall den Steinspalter nehmen. Okay, direkt einen Diamant bekommen. Das war ziemlich worth it. Muss ich jetzt hier hoch? Da oben scheint aber nichts mehr zu sein. Then again. Warum gibt es hier so viele Bauteile? Oh! Ich weiß warum. Wir wollen doch dem Typen da helfen. Naja, gut, eigentlich will ich das gar nicht. Weil der Typ ziemlich unhöflich war, aber... Ich will mal nicht so sein, ne? Dann machen wir das mal so. So, willst du jetzt rauf oder nicht? Ja, los. Dann steig rein. Gut, ich setz mich rein. Einen Moment. Ja, ob die Rakete reicht. Mal schauen. Okay, es scheint, glaube ich, funktioniert zu haben. Ja, also dafür erwarte ich jetzt aber ein riesiges Dankeschön, so unhöflich wie der Typ war. Mal gucken, was er mir zu sagen hat. Ich kann schon nach draußen sehen, nur noch etwas weiter. Ich schaff das. Okay, nicht so zögerlich. Du kannst mich ruhig mit ordentlichem Schwung nach draußen schießen. Alles klar. Ich merke nur gerade, dass hier mein Fahrzeug ein bisschen im Weg ist. Hier. Da bist du endlich draußen. Was war das? So, war es das jetzt? Ja, komm. Endlich draußen. Ich bin entkommen. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, wie dürr du aussiehst. Wie wäre es mit einem Schlemmstein als Belohnung? Lieber doch nicht. Schlemmsteine sind eine seltene Delikatesse, daher kann ich mich unmöglich von einem trennen. Stattdessen gebe ich dir dieses komische Ding, das ich hinten in der Höhle gefunden habe. Oh, okay, das hat sich ziemlich gelohnt. Hier gibt's gar keine Schlemmsteine, nur komische Fahrzeuge. Ich werde mit Juniboss reden, damit er mich woanders arbeiten lässt. Ja, Prioritäten auf jeden Fall falsch gesetzt, würde ich mal sagen. So, jetzt können wir... in welche Richtung? Ja, in welche Richtung müssen wir? Wir können mal auf die Karte schauen. Vielleicht kann man es hier erkennen. Also, wie es aussieht, müssen wir einmal rum. Ah, ich muss die Lore hier nach oben nehmen. Ja, dann bringt mir der Spaß jetzt eigentlich gar nichts mehr. Schade aber auch. Gibt's denn hier noch eine Lore? Ah, hier drüben. Gut, dann nehme ich die mal. Oh, da ist aber was im Weg. Aber es sieht so aus, als könnten wir das zerstören. Mit Junobo. Die Frage ist... Was machen wir damit? Mir fällt gerade ein, im Untergrund gab es auch ebenfalls so einen Ort mit so komischen roten Steinen. Die kann ich ja jetzt mit Junobo zerstören. Naja, wobei, eigentlich muss ich wahrscheinlich noch die Hauptquest zu Ende machen, aber wenn die fertig ist, kann ich auf jeden Fall zurück in den Untergrund, um zu schauen, was sich unter diesen Steinen befindet. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich da unten war, aber ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass es dort eben genau diese Art von Stein gab. So, weg mit dir. Also, Juniboss ist ganz schön praktisch. So als lebende Kanonenkugel. Aua. Das war jetzt nicht gewollt. Ja, das Ziehen ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich kann halt nach oben ziehen. Komm, weg mit dir. Bevor ich hier abgeschossen werde. Aber es sind ziemlich schwache Gegner. Es sind nur rote Moblins. Na dann easy. Komm, 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 komm. Weg mit dir. Ey, das macht ja voll Spaß. Oh, 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 oh. Oh, oh, stopp, 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 stopp. Oh, der sieht ziemlich stark aus.
Silberne Gegner sind gar nicht mal so cool. Na komm. Hier muss ich ausweichen. Okay, das war nicht gut. Ja, das war perfekt. Komm, schlag zu. Oh ja, doch, der Schaden ist in Ordnung. Oha. Und den elektrisiere ich direkt mal mit. Los, Junobo. Greif auch mit an. Komm, spin to win. Weg mit dir. So, gib mir dein Horn. Das ist nämlich sehr viel wert. Beziehungsweise sehr nützlich. Ob es hier wert ist, weiß ich gerade gar nicht. Die Frage ist, was droppe ich wieder für Items? Ich habe eigentlich echt starke Waffen. Das kann, glaube ich, weg. So. Oh. Hier ist nochmal ein Ventilator und dann machen wir einfach noch einen dran. Warum nicht, ne? Und zum Schutz würde ich sagen, machen wir mal noch so ein Teil dran. Na komm, kann ich das nicht trennen? Kann ich das nicht voneinander trennen? Das war jetzt ein Witz, oder? Geht doch. So. Und das Teil kommt hier einmal vorne an meine Lore. So, damit sollte ich doch safe sein. Vor jeglichen Gefahren, die vor mir auftauchen. Okay, das muss aber aus dem Weg. So, perfekt. Komm, rauf da, rauf da, rauf da. Oh, oh. Wir werden hier immer wieder gebremst. Warum werde ich denn hier immer wieder gebremst? Ach, wegen dem Teil dort. Oh nein, das ist nicht so schlau gewesen. Stelle ich gerade fest. Oh mein Gott. Okay, stopp, 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 stopp. Sonst fallen wir hier noch runter. Nein, 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 nein. Autsch. Das war nicht gut. Okay, das muss einmal weg. Und vielleicht weiter oben angebracht werden. So zum Beispiel. Ist das jetzt weiter oben? Klappt das? Okay, so klappt es besser. Ich habe mich schon gewundert, warum ich hier immer wieder stecken geblieben bin. So, weg mit euch, blöden Flederbeißern. Oh, Feuerflederbeißerflügel. Ja, danke dafür. Oh, und Feuerflederbeißeraugen bekomme ich ebenfalls. So, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ebenfalls. Oh, wie cool das hier einfach aussieht. Richtig nice. Dass wir jetzt hier gerade so einen Sonnenuntergang erwischt haben. Wie heftig aber auch Hyrule Castle aussieht. Ich bin gespannt, was es dort so zu tun geben wird. Ich meine, rein theoretisch sollte ich doch eigentlich schon in der Lage sein, dorthin zu gehen. Es sei denn, da ist so eine Art unsichtbare Barriere oder so. Aber erst einmal gehen wir hier unten in den Schrein rein, denn den ganzen Weg gehe ich nicht nochmal nach oben. Der Situmo-I-Schrein. Na dann, ab geht's.